Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu diesem alles entscheidenden Video. Nach 3 Wochen in der Türkei ist heute der Tag der Tage. Mein SL500 wird endlich lackiert. Der Emre Usta hat den Wagen schon einmal komplett abgeklebt. In der Zwischenzeit war ich nämlich in Mersin bei Lukas und habe Lukas letztendlich verabschiedet auf dem Heimweg nach Deutschland. Lukas, mein allerliebster Bester, es ist das Unfassbare passiert. Dein Auto ist fertig. Fette Anlage noch reinbekommen, ne? Jawohl, hier in Mersin. Und du machst dich jetzt auf den Weg nach Deutschland. 3.500 Kilometer. Meinst du, schafft er das? Was ist das für eine Frage? Also die Chancen stehen besser, dass er es jetzt schafft wie vorher. Dass er jetzt nach Hause kommt. So ein, zwei Debakel gab es ja schon am Anfang jetzt wieder direkt, aber schauen wir mal, ne? Wieder das gleiche mit der Bremse. Also, vielen, vielen Dank für diese unvergessliche Zeit. Wir haben unsere beiden Autos, ich habe mein Auto noch nicht. Lukas hat sein Auto hier bei Emre Usta lackieren lassen. Und mein Auto soll jetzt heute Abend in die Lackierkabine gehen. Ich wünsche dir eine richtig tolle Heimreise. Vielen, vielen Dank für diese unvergessliche Zeit bei Emre. Check gerne mal Lukas Live, den YouTube-Account aus, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich dir die allerbeste Heimreise. Wir sehen uns, Bruder. Warte. Schnurrt wie ein Kätzchen. Hört sich jetzt gerade wieder gut an, ne? Hat sich voll schon wie anders angehört, aber geil, Alter. Bam! War schon so aufgeregt, ne? Weil danach konnte ich nicht gut schlafen, aber du auch nicht, ne? Nee. Das lag aber eine Dominus-Pizza gestern. Die hat uns komplett gegeben gestern, ne? Ab nach Deutschland mit dem 190er! Emre, heute ist es soweit. Der Tag der Tage. Der Tag der Tage. Today is the day. Heute. Bugün. Final. Bugün final. Countdown. Tabii ki. Bugün boyayacağız. Final. Evet. Bitti. Parçalarımızı. Zusammenbauen. Jawohl. Güzel. Jawohl. Jawohl. Bir daha lütfen. Lukas gitti. Şimdi sıra Leon'da. Evet. Jetzt bin ich dran. Lukas. Lukas Germany! Seviyorum kardeşim. Jawohl. Emre ist gut drauf. Das kann nur eine gute Lackierung werden. Keş! Keş nerede? Keş nerede? Keş hier! Oh! Unser Kollege Keş, den wir im Sommer kennengelernt haben, ist natürlich wieder auch hier. Ich habe das im Sommer nicht gecheckt, das habe ich jetzt erst mitbekommen. Das ist der Hund von dem Besitzer von Mahirboya, der hier die Farben verkauft und jeweils die Lackierkabine besitzt. Das ist sein eigener Hund mit dem Namen Keş. Ist nicht ganz gesund drauf, er hat irgendwie was mit der Hüfte, aber er ist noch da. Mir geht's ein bisschen besser, meine Lippen sind noch total aufgerissen, aber gestern war ich ein bisschen krank, war komplett blass und deswegen war ich gestern sogar im Krankenhaus. Warum, wieso, könnt ihr alles mit dem ersten Link in der Videobeschreibung auf dem zweiten Account sehen. Da habe ich ein kleines Video für euch gemacht, witzige, wilde Story, was es hier im Krankenhaus in der Türkei gibt. Das könnt ihr da mal sehen, ein bisschen Werbung für den zweiten Account. Und jetzt legen wir mal los, lasst das Auto mal in die Lackierkabine schieben und keine Zeit verlieren. Die Türen sind auf, er schmeißt das Auto an. Ich glaube, der Wagen kommt jetzt raus. Und unser SL kommt jetzt rein. Der fliegende Teppich. Ein fliegender Teppich. Die Kurbelflügel werden hier auch mit in der Lackierkabine lackiert. Die Seitenschweller, Front- und Heckstoßstange will ich auch unbedingt, dass er die gerne hier in der Lackierkabine lackiert. Ich habe jetzt einen neuen großen Mietwagen, da passt die sicherlich rein. So Leute, die Luft brennt, ich bin extrem aufgeregt. Es gibt natürlich wieder 3 Schichten, einmal Grundfarbe weiß, dann zweite Schicht Perleffekt und dritte Schicht Klarlack. Herr Bro, hat die Maske aufgesetzt. Und da wird Farbe gemischt. Ich würde sagen, jetzt geht es los, Leute.
hier eine Kante reingezogen. Wir haben schön Kleber reingedrückt. Damit wir jetzt hier einen schönen weichen Übergang haben. Er hat gerade seinen ganzen Kopf reingesteckt, er schüttelt schon mit dem Kopf. Aber man muss perfekt da reinkommen, obwohl der Kotflügel noch dran ist. Aber bis jetzt, ihr könnt schon sehen. Bis jetzt sieht es wirklich echt richtig geil. Richtig, richtig gut aus. Alles glänzt schön. Boah. Und das ist ja bis jetzt noch der einfache Unilack. Jetzt geht es ja erst los mit dem Perleffekt. Mit dem guten Quarz zieht der ganze Kollege das hier durch. Nur wegen dem Quarz wird die Lackierung besser. So, er hat gerade gesagt mit dem Übersetzer. Oh. Er hat gerade gesagt mit dem Übersetzer, ich muss rausgehen, beziehungsweise den Pullover, den ich trage, den habe ich hier neu gekauft in der Türkei. Der zieht so viel Staub mit sich. Könnt ihr das erkennen? Man sieht richtig viele weiße Staubkörnchen. Das Gute ist, ich habe mein Auto hier mit meinen ganzen Klamotten dran. Ich kann kurz was anderes anziehen. Und zwar musste ich ja heute schon wieder einen neuen Mietwagen holen. Und das ist jetzt meine neue heiße Rakete für die nächste Woche. Muss nicht gut aussehen, muss praktisch sein. Und das war der günstigste, den ich bekommen konnte. Und ganz wichtig, als Diesel. Weil ich habe heute Nacht wieder in Meersen schlafen werde, bei Mehmet und Tui, bei den Eltern jeweils in der Wohnung. Dann werde ich wieder jeden Tag eine Stunde her, eine Stunde zurückfahren. Weil was soll ich hier allein in Adana, hier allein im Hotelzimmer am Abend, ist auch ein bisschen langweilig. Und dann tue ich mir eben die extra Zeit, die extra Spritkosten an, Stunde hin, Stunde zurückzufahren. Jetzt für eine Woche übergangsmäßig geht das noch. Und das alles in dem fetten Fiat Fiorino hier. Und hier hinten habe ich gerade noch alle meine Klamotten drin. Und ich kann mir jetzt kurz einfach einen anderen Pullover anziehen. So, neues T-Shirt, neues Glück. Ich hoffe, das zieht jetzt nicht so doll Staub an sich oder Fäden. Es ist natürlich extrem schwierig, ein Auto von komplett schwarz auf komplett weiß umzulackieren, weil man das Weiß erstmal so sprühen muss, dass es überhaupt deckt. Ne? Ihr habt es gerade noch schön gesehen. Obwohl er schon einmal rübergegangen ist, konnte man noch ganz viel schwarz sehen. Dann ist er nochmal rübergegangen, dann konnte man fast gar kein Schwarz mehr sehen, aber er ist trotzdem nochmal rübergegangen. Und jetzt kann man wirklich nirgendwo, irgendwo mehr irgendwas Schwarzes sehen. Und jetzt macht er gerade schon die zweite Schicht Perle. Schicht Nummer 3, Knaller. Was weiß ich, wie viele Tage die Motorhaube und die GFK-Kotflügel geschliffen, fundiert, gespachtelt und man kann es jetzt schön erkennen, die sind absolut gerade und haben nicht annähernd dieses klassische so GFK-Verzug drin. Leider sehe ich jetzt schon eine Menge Staubeinschlüsse. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so rüberkommt, weil es noch trocken, weil es noch feucht ist. Ja? Er sagt, ich kann die Maske schon abnehmen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch schon so dolle sieht, weil das aktuell noch feucht ist. Mal schauen, wie das Ganze morgen aussieht. Bin ich. Job gesellt. Bam. Sağ pasta hier auf der Tür. Evet. Finish machen. Jawohl. Und da haben wir unseren Beyaz SL500 Perlmutt Weiß. Einmal komplett übergeduscht, umgeduscht.
Was ist das für eine Situation? Was ist das für ein Leben? Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der die Videos schaut, der das natürlich nur möglich macht. Ohne YouTube-Videos könnte ich das so nicht umsetzen, würde ich das so nicht umsetzen. Deswegen einmal ein Like an euch, Leute. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße gehen raus. Guten Morgen, Leute. Mein Auto ist da. Wow. Und ich sehe das Auto das erste Mal in weiß. Und Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, es war genau die richtige Entscheidung, das Auto weiß zu lackieren. Bravo. Oh, das ist schon knappig hier, ne? Dicker Double. Hoppa. Second Jock, die Dinger kommen ja sowieso weg. Wow, Leute. Ein paar Leute haben zu mir gesagt, weiß würde den Breitbau wegschlucken. Hoppa, finde ich überhaupt nicht. Boah, die Haube ist so schön glatt. Und jetzt könnt ihr schon erahnen, wie das aussehen würde mit dem jeweiligen türkisen Innenraum. Wow, was eine Oberfläche, Leute. Was sagst du, Emre? Ja, ja. Güzel. Birkaç tane var. Polütür. Evet. Çünkü zor renk. Zor renk. O yüzden birkaç tane var. Polütürle alacağız. Polütür, evet. Polütür. Evet. Zımpara, pasta. Su zımpara, evet. Pasta. Okey. Tamam. Ich hab's ja gestern schon gesagt. Sen şimdi montaj. Evet. Güzel. Sen şimdi Mercedes montaj. Okay. Ich kann Gas geben. Ich kann Gas geben, den Innenraum zusammenzubauen. Ich habe es ja gestern schon in der Lackierkabine gesagt. Pass auf, ich habe keine Ahnung von Lack. Ich weiß nicht, wie man Autos lackiert, was für Steps man machen muss. Mir ist gestern nur aufgefallen, ich habe es euch auch gesagt, es sind extrem viele Staubeinschlüsse. Zumindest sind mir mehrere Staubeinschlüsse aufgefallen. Guck mal, gerade hier am Seitenteil. Kriegt man das auf Kamera? Ich habe hier echt mehrere Staubeinschlüsse gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob man die alle rauspoliert bekommt oder wie oder was. Werden wir dann nach dem Finish sehen, sag ich mal. Ne? Ganz ehrliche Meinung, Dokumentation. Und hier einmal auch der Übergang vom Radlauf. Sieht gut aus, Leute, oder? Das ist der Kasachstan, oder? Du damit? Zack. Er hat sie immer aus den Kesselfedern an sich gezogen. Er hat sie immer. Ach so. Ja? Ja, ja. Kasachstan hat Tüler. Aus diesem. Ich habe den gleichen Pullover wieder an. Tschechien hat Tüch. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Lukas hat ja letzte Woche sein Auto lackieren lassen in der gleichen Lackierkabine, weil es irgendwie vielleicht hieß von einem Kollegen, ja, wer weiß, wann die Lackierkabine das letzte Mal gewartet wurde. Aber Lukas hat vor ein paar Tagen nur sein Auto da komplett lackieren lassen und hatte nicht so viele Staubeinschlüsse drin. Naja, das hier ist noch Kleber. Das hier haben wir ja absichtlich schwarz gelassen, damit das so eine schöne Optik gibt von der Windschutzscheibe. Muss ich mir nochmal angucken. Das sieht irgendwie ein bisschen doof aus, ne? Wir haben das so besprochen, dass das schwarz bleibt. Aber gut. Was sagst du, Emrah? Ja. Gesehen. Ja, ich werde einmal. Ja? Ja, das ist schön, ne? Düs. Komplett düs. Aluminium. Aluminium parçaydı. Normal düzeltmesi biraz sıkıntılı oldu ama iyi. %80-85 düzeldi. O kadarlık da olacak. Çok güzel. Hier wird gerade so ein riesen Metallteil verladen und da hinten steht schon eine riesige Baggerschaufel. Also die sind auf jeden Fall am Machen, die Jungs. Ich habe jetzt Angst vor der Situation, aber es bringt jetzt nichts wegzublicken. Und zwar habe ich jetzt einmal kurz die Dachbedienung angeschlossen und das Tacho angeschlossen. Und ich werde jetzt mal das Dach anlupfen, ein bisschen aufmachen und dann gucken wir mal in die Kanten rein, ob da noch alles schwarz ist, ob man da noch überall schwarzen Lack sieht. Ich habe nämlich so eine Befürchtung, dass das sein könnte. Oh Mann, ich habe schon wieder irgendwas hier angesteckt. So, neuer Versuch. Ich hatte hier den Fensterheber noch nicht angebaut und er braucht die Fensterheber. Dieses Kabel war nicht dran. Und jetzt probieren wir es nochmal neu. Ich und dieses Cabrio-Dach, ne? Wir haben uns auch. Nee, Leute. Ist auch nicht mehr witzig, oder?
Ich glaube, es ist einfach nicht mehr witzig. Okay. So, jetzt sogar noch die ganze Scheibe eingebaut. Hätte ja sowieso passieren müssen. Und jetzt gucken wir mal, ob es mit der Scheibe funzt. Achso, und wir finden jetzt auch heraus, ob der Fensterheber funktioniert. Ja, Leute. Damit kann ich leben. Hier, das hier ist noch Tuning? Können wir noch ein bisschen tunen, ja? Weil ich leider nicht dabei war und diese Zierleiste nicht ausgebaut habe, was meine Verantwortung war, hat er hier leider abgeklebt. Das Gute ist, man kriegt das richtig leicht runter. Guck mal, ich gehe so ein bisschen mit dem Fingernagel rüber. Ich möchte euch das ja nicht schönreden, ich möchte das nicht verheimlichen. Hier wurde das Gummi halt überlackiert. Das kriegt man aber ganz, ganz easy. Gucke mal. Kriegt man ganz, ganz easy mit dem Fingernagel. Hier ist sogar noch abgeklebt. Bisschen Verdünnung vielleicht noch nehmen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Damit können wir arbeiten. Ich glaube, er kann das hier noch ein bisschen tunen, anbessern. Und dann ist das in Ordnung. So, hier müssen wir auch die Taktik machen, eben mit ein bisschen Dichtung sauber machen. Ich filme euch jetzt hier richtig hart rein. Das hier müssen wir auch einmal sauber machen mit Verdünnung. Kosten Nutzen in der Türkei, ich weiß es nicht besser. Ich habe noch nie ein Cabrio-Verdeck lackiert. Ich habe mir gedacht, dass sowas kommen kann, aber ich dachte, komm, der Emra wird doch schon wissen. Ich habe ihn auch gefragt, wie machen wir das? Er sagt, wir machen das erstmal. Wenn es Katastrophe ist, können wir es nochmal neu machen. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Günstige Türkei-Lackierung. Sehr gut, sehr positive Nachrichten. Wie gesagt, ich kann jetzt gleich hier mit meinem Fingernagel einmal ein bisschen Verdünnung rangehen. Ganze Dichtung ein bisschen sauber machen. Hier habe ich es zum Beispiel schon gemacht. Hier ist auch die Dichtung mit lackiert. Und jetzt gehe ich hier einmal rein. Zack. Kann hier richtig schön den Lack runternehmen. Und dann ist alles wieder gut, ne? Ja, wäre ich schneller gewesen, hätte diese Dichtung da einmal noch runtergenommen. Okay, Leute. So weit, so gut. Unser SL500 ist Beyaz Weiß. Ich habe gestern Videos vom Dejeme bekommen, vom Sattler. Der Innenraum ist fast komplett fertig. Ich gehe jetzt hoch, hole das Armaturenbrett runter und fange an, den Innenraum zusammenzubauen, beziehungsweise das Armaturenbrett einzubauen. Das aber alles im nächsten Video. Falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Like das Video jetzt mal gerne. Ich bin auf euren Support angewiesen. Ich bin ganz alleine hier nur noch in Adana in der Türkei und schlafe jetzt immer nachts in Mersin bei Mehmet, wieder bei den Eltern in der Wohnung. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße gehen daraus. Jetzt geht's wieder weiter mit täglich Content. Jeden Tag ein Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.